Und hier ist unser erster Springer. Hier ist Simon Gosejohann. Hier kommt der frechste Fallensteller von ProSieben, Simon Gosejohann. In der ProSieben-Serie Comedy Street bringt Simon ahnungslose Passanten durch seine Aktionen mit versteckter Kamera um den Verstand. Schon bei der TV-Total-Olympiade machte er eine gute Figur. Hier ist der frechste Streetworker von ProSieben, Simon Gosejohann. Zuschauer, ich habe heute einen ganz, ganz harten Job. So sieht er aus, der deutsche Mann, undressiert und ungeklebt und ungetackert. Simon, ist dir denn eigentlich noch zum Lachen zumute, wenn du da oben auf dem 3-Meter-Brett stehst? Ich fürchte nicht, ehrlich gesagt, nee. Was heißt, du warst doch schon mal oben, oder? Ja, also die Höhe ist überhaupt kein Problem mehr, aber die Konzentration muss natürlich stimmen. Also du bist ein bisschen schusselig. Ja. Verstehe. Und ich habe mir zwitschern lassen, dass du Probleme mit der Fußstreckung hast. Was zum Teufel ist denn das? Na, es ist so schwierig, man muss halt beim Sprung so die Füße beieinander und dann noch so durchgestreckt haben. So wie Baryshnikov beim Ballett. Ja, genau. Na, herrlich. Also wir sind gespannt. Okay. Was führst du uns jetzt hier vor? Den Delfin. Den Delfin. Dann mach dich ab und mach dich nass. Simon Gosejohann. Simon Gosejohann ist also der Erste. Er bringt einen Delfin-Kopfsprung gehechtet. Schwierigkeitsgrad 1,5. Und er muss sich jetzt also in seinen Wettkampf hineinfinden. Delfin, Kopfsprung, Sie haben es gesehen, rückwärts abspringen, vorwärts drehen, das ist also der Delfin. Und wir achten mal auf die Fußstreckung, ob die in Ordnung war. Ah, verliert so ein bisschen die Füße, gibt so eine ganz leichte Grätsche und die Wertung 6,5 bis 7,5. Also Simon Gosejohann, ich würde mal sagen, ein sehr guter Wettkampfstart. Ja, wunderbar. Ja. Nicht direkt ein Delfin, aber zumindest ein Viertel Flipper, würde ich sagen. Wie war es, jetzt als Erster runterzukommen? War okay. Die Beine haben so ein bisschen geschlackert, da hatte ich erst Schwierigkeiten oben. Aber dann hat es doch einigermaßen geklappt. Bin zufrieden. Hier hast du nochmal eine Slow-Mo für dich, dass du einfach nochmal dich selber analysieren kannst. Also du hast erstmal einen wunderschönen Körper, muss ich an dieser Stelle schon mal sagen. Moment. Danke, danke. Na, die Beine. Da gab es Abzüge. Ja, aber trotzdem, 7,5 war die beste Note, das lief auch gar nicht so schlecht. Ja, ich bin zufrieden. Ich auch. Vielen Dank. Ja, Simon Gosejohann, wunderbar. Boah. Ha, ha. Also, ich bin platt, meine Damen und Herren. Ich hätte einiges erwartet, aber nicht das, dass der Simon das macht, was wir normalerweise nur im Fernsehen sehen. Unglaublich. Diese Wertung können wir jetzt natürlich noch nicht beurteilen, weil das erst der erste Springer war, aber ich bin erstmal froh. Lutz Busko übrigens schaut sich das Ganze aus einer professionellen Perspektive an. Wir werden ihn sicherlich gleich noch einmal wiedersehen und kommen direkt zu unserem zweiten Kandidaten, der das jetzt natürlich toppen muss. Thomas Rupprath. Und ob er so gut springen kann, das wissen wir nicht. Aber eins ist klar, er wird auf jeden Fall der sein, der am schnellsten wieder aus dem Becken raus ist. Hier ist Weltrekordschwimmer Thomas Rupprath. Hier ist das Beste, was der deutsche Schwimmsport im Moment zu bieten hat. Thomas Rupprath, Schwimmweltmeister und Silberolympionik. Aktueller World Cup-Gewinner, Rekordhalter auf der Kurzbahn in allen Rückendistanzen und schier unbesiegbar im Delfin. Hier ist Thomas Rupprath. Ingolf, ob der Mann gut springen kann, das ist sowas von egal. Also wenn ich mal einen Sohn habe, ich schenke ihn zum Leistungssport, zum Schwimmen. Ja, herrlich, sag mal, wie ist es für dich als Schwimmer, plötzlich zu springen? Ist es ganz anders oder hat man da schon einen Vorteil gegenüber unseren anderen Promis? Ich sag mal, ich habe einen Vorteil, weil ich keine Angst vorm Wasser habe, aber gut springen kann ich genauso, sagen wir mal, wie die anderen. Aha, aber zumindest säufst du uns nicht ab. Das ist ja auch schon mal viel wert. Und da guckt man auch gerne hin. Ich habe ja was ganz Tolles entdeckt, ich muss Ihnen das mal zeigen. Gib mal dein Füßchen hier. Das ist eine echte, echte Olympia-Tätowierung. Ganz heiß. Also der Mann ist sein Geld und hoffentlich sein Gold wert. Wirst du Stefan schlagen? Ich werde alles geben, aber ich denke, Stefan ist sehr, sehr stark und hat sehr viel trainiert und ich versuche, ihn zu schlagen. Bei den Bauchmuskeln hast du all meine Sympathie. Rauf mit dir, wir wollen dich nass und glitschig sehen. Thomas Rupprath, den Druck bei einem Wettkampf ist er natürlich gewohnt, auch den Sprung ins Wasser. Wenn auch er normalerweise etwas tiefer eben abspringt und nicht von 3 Metern. Auch er zeigt einen Delfin-Kopfsprung gehockt.
Und auch das sah nicht schlecht aus. Thomas Rupprath, also auch ein Delfin-Kopfsprung. Auch bei ihm also rückwärts abspringen, vorwärts drehen. Bei ihm schauen wir uns die Körperstreckung an. Und auch das sieht gerade aus. Man beurteilt natürlich auch die Spritzer. Was sagen unsere Kampfrichter? Hohe Noten bis hin zur 9,0. Die Führung für Thomas Rupprath. Wunderbar. Thomas, Wahnsinn. Ja, ich bin überwältigt. So Noten, nicht schlecht. Also ich bin fasziniert, dass ich doch so gut springen kann. Und wir sind beide Hannoveraner und da ist ja klar, dass wir abräumen oder so. Ne? Die Champions League ruft, ne? Absolut. Und bei dem Körper machst du Sport? Ab und zu mal. Also ja, sonntags. Ja, alles klar. Das wollte ich an dieser Stelle nur noch mal gefragt haben. Dann Ingolf. Und jetzt, meine Damen und Herren, heiße ich Sie noch einmal willkommen zum Sturmspringen. Denn Felix Sturm, unser Weltklasse-Boxer, der war eigentlich heute Abend nur da, um dafür zu sorgen, dass wenn jemand sich nicht traut zu springen, dem ein bisschen nachzuhelfen. Aber er hat sich dann doch entschieden, hier zu springen und ist jetzt dabei. Und für ihn gilt als Boxer natürlich eine Sonderregel. Das heißt, er springt ins Wasser und wenn er bei 90 wieder oben ist, dann muss er leider ausscheiden. Hier ist Felix Sturm. Hier ist die größte Hoffnung des deutschen Boxsports, Felix Sturm. Nachdem Felix durch ein Skandalurteil beim Kampf gegen Oscar de la Hoya den WBO-Weltmeistertitel verlor, ist er schon wieder auf dem besten Weg dorthin. Erst vor 2 Wochen stand Felix Sturm im Ring und gewann gegen den Franzosen Hassine Cherifi. Hier ist Felix Sturm. Ja, Felix, 23 Kämpfe. 23 Siege. 10 K.O.s. 10 K.O.s. Okay, wir machen einen Deal, ich halte die Klappe und du springst, okay? Okay. Alles klar, dann Abmarsch, gib's dem Wasser, zeig's ihm. Felix Sturm, er wird uns einen Salto vorwärts gehockt zeigen. Schwierigkeitsgrad 2,0. Also mit diesem Faktor werden dann seine zusammenaddierten Noten multipliziert. Also, da sieht man, glaube ich, auch mit dem amateurhaften Auge Unterschiede zu dem, was man bisher von Thomas Rupprath und Simon Gose-Johann gesehen hat. Ich glaube, das werden auch unsere Kampfrichter so sehen. Genau, 4,0, 5,0, eine 3,5 sogar. Und der dritte Rang hinter Thomas Rupprath und Simon Gose-Johann. Ja, wunderbar. Felix. Ganz kurze Frage, was war das? Ein Versuch. Ja, aber war gar nicht so schlecht. Du kannst hier vielleicht nochmal gucken und dich selber analysieren, was du vielleicht falsch gemacht haben könntest. Ich glaube, ich bin zu weit nach vorne gekippt und deswegen ist er ein bisschen schief geworden. Ja, aber in Sachen Breakdance wärst du auf jeden Fall schon mal einen Schritt weiter, finde ich. Ja, viel Glück. Ich will es jetzt auch gar nicht ausreizen. Ich weiß ja, 10 K.O.s, aber ja, gut. Vielleicht ein Elfter noch heute. Wer weiß. Ja, aber ich kann dir ein paar Leute gleich zeigen hier aus dem Becken. Du bist der Erste. Alles klar, danke. Tschüss. So, weiter geht's. Felix Sturm, meine Damen und Herren. 23 Kämpfe, 22 Siege und davon 10 durch K.O. Aber das ist ganz klar, wenn ein Boxer gegen den Boden geht, dann wird er unsicher. Das ist Felix Sturm einfach nicht gewohnt. Aber unser nächster Teilnehmer, der ist es gewohnt, ein bisschen näher am Boden zu sein. Er selbst nennt sich wegen seiner Größe Wadenbeißer. Hier ist Lukas Hilbert. Hier kommt einer der erfolgreichsten Songwriter Deutschlands, Lukas Hilbert. Er hat schon mit Nena und Udo Lindenberg zusammengearbeitet. In letzter Zeit war er als Jurymitglied der Popstars tätig und ganz nebenbei stürmt er mit seiner aktuellen Single die Charts. Hier ist Lukas Hilbert. Hallo Lukas. Hallo Lukas. Sag mal, das sind ja alles Sponsoren. Das ist ja sehr interessant, was man so alles entdeckt, wenn man die Kerle mal nackig hier hat. Aha. Und das da? Ist noch nicht genügend, finde ich. Muss noch mehr drauf, oder? Oh, geht schon. Und das da, das ist chlorgebleicht, oder? Ja, ich bin nicht mehr in die Sprühkammer gekommen. Und dann Asitose. Das ist eigentlich mein größter Komplex, dass ich so weiß bin. Das geht schon. Das verspielt sich. Pass auf, wir machen dich jetzt rot. Mit einem schönen Bauchplatscher kriegen wir das schon hin. Also, Olli freut sich schon auf dich. Runter mit dir. Lukas Hilbert, Sänger, Musikproduzent. Also er muss jetzt auch einen guten Sprung hinlegen, denn das Ziel ist, unter die besten 4 zu kommen, hier im Vorkampf, um dann ins Finale einzuziehen.
Das war ein Delfin-Kopfsprung. Gehockt, Schwierigkeitsgrad 1,5. Und auch da sieht man doch einige Unterschiede zu der Ausführung von Thomas Ruprath oder von Simon Gose-Johann. Auch hier eine Analyse nochmal zu erkennen. Beine ein bisschen auseinander, Körperstreckung nicht da. Und das haben natürlich auch unsere Kampfrichter gesehen. 5,5 bis 6,5, dritter Rang zurzeit für Lukas Hilbert. Ja, Lukas Hilbert. Sehr gut. Aufgetaucht. Ja. Und sag doch mal selber was zu deinem Sprung. Weiß nicht, ich habe nichts gemerkt. Das liegt an den Drogen höchstwahrscheinlich, aber ich meine jetzt so vom Aufkommen oder so. Ja, ich habe irgendwie hier direkt auf den Kopf was gekriegt und mehr war nicht. Alles gut. Hier, guckst du noch mal an, da. Der sieht ein bisschen spastisch aus, muss ich zugeben. Das hast du jetzt gesagt und mit diesen Worten zurück zu Ingolf. Ja, und ich bin ja froh, dass er die Hose überhaupt angelassen hat, weil die droht dann nämlich schon auf 7:30 zu rutschen. Und wir machen gleich weiter mit unserer nächsten Kandidatin. Herzlich willkommen, Sandra Völker. Und hier ist die amtierende Weltrekordhalterin über 50 Meter Rücken und 4x100 Meter Lagen, Sandra Völker. Sie hat schon so ungefähr jedes sportliche Großevent mitgemacht, das es auf diesem Planeten gibt. Von Weltmeisterschaften bis zu Olympischen Spielen. Und heute ist sie hier, Sandra Völker. Vom Startblock zu springen ist für Sandra so aufregend wie Zähne putzen. Aber heute ist es ein bisschen anders, ne? Allerdings, ich sag es dir, also ich meine, die 3 Meter, da gewöhnt man sich dann schon schnell dran, aber ich habe doch so ein bisschen Respekt, vor der Wasserfläche einfach. Ich bin da so oft drin, aber wenn man dann noch von oben runter springt, ist das doch ein bisschen was anderes. Dann sage ich dir mit Franzis Worten, wünsche ich dir ein gutes Wassergefühl und Hals- und Beinbruch. Sandra Völker, auch sie kennt den Druck vom Wettkampf her, hat in Berlin bei Kalle Ranisch trainiert. Und sie zeigt uns einen Kopfsprung vorwärts gestreckt, Schwierigkeit 1,5. Oh, was war das für ein Sprung? Ein hervorragender Sprung, hat sich da überhaupt nicht nervös machen lassen von dem einen oder anderen Zwischenruf. Sprung vorwärts, Sie sehen es, natürlich weit weg vom Brett, auch das werden die Kampfrichter gesehen haben. Deswegen also die Wertung nicht so hoch wie bei Thomas Ruprath, aber die Eintauchphase sah sehr, sehr gut aus, Noten von 7,5 bis 8. Ja, Sandra, wunderbar, dein Applaus. Sag mal, wie bist du auf diesen gewagten Sprung gekommen? Olli, komm, wir gehen zusammen einmal hoch und machen den Sprung zusammen, ne? Ja, komm, der Dreier ist ja Lulli, sage ich mal an dieser Stelle, aber hier kannst du es noch mal kurz sehen. Und ich sag dir, das ist mein guter Sprung. Also kommt ja noch einer, ne? Ach so, was dürfen wir noch erwarten? Ein super Salto. Hey, gut, da sind wir mal sehr gespannt auf deinen super Salto. Ja, Sandra Völker, wunderbar. Danke. Herrlich. Das Kampfgericht hat entschieden, Sandra Völker ist mit diesem Sprung auf dem zweiten Platz. Ich denke mal, okay, die Jungs, die riskieren wirklich ihr Leben. Ja, Simon Gose-Johann springt fast mit dem Kopf an das Brett oder Thomas Ruprath. Und Sandra Völker macht so einen eleganten Sprung und ist auf Platz 2. Aber das sind die Regeln, an die wir uns zu halten haben. Und das war ja in der Ausführung auch ganz hervorragend. Und jetzt, meine Damen und Herren, darf ich Ihnen einen Mann vorstellen, der das Selbstbewusstsein, nun, er hat damit zumindest keine Probleme. In seiner Jugend haben die Mädels schon immer unten im Becken gesessen und haben gestaunt, wie er oben gesprungen ist. Hier ist Claude-Oliver Rudolph. Hier ist der Bösewicht des deutschen Films, Claude-Oliver Rudolph. Als einer der gefragtesten deutschen Schauspieler hat er auch schon bei James Bond mitgespielt. Leider musste er bei unserem Springreitschampionat kurz vor dem Start kapitulieren. Aber heute ist er hier. Hier ist Claude-Oliver Rudolph. Bei mir ist der Mann, der durch Grazie und Eleganz besticht. Du bist hart im Nehmen, sehe ich. Hallo Ingolf. Hallo Claude. Also dürfen wir einiges von dir erwarten. Sag mal, das hat ja schon ein bisschen sowas mit Ballett zu tun, Turmspringen. Ich wusste gar nicht, dass du Strumpfhosenträger bist. Aber du hast doch selber Michael Baryschnikow erwähnt. Und ja. Ich hoffe, ich bin ein guter Schüler von ihm.
Also ich bin gespannt, was du über Körperspannung uns gleich beibringst. Schmerzfrei bist du, oder? Schmerz- und IQ-frei, ja. Das glaube ich dir nicht, aber da sitzen wir in einem Boot. Also, hoch mit dir. Claude-Auditor Rudolf hat gesagt, er hat schon in diesem Sommer Turmspringen trainiert, als er noch gar nicht von diesem Event wusste. Und sein Sprung, Kopfsprung, vorwärts gehechtet, Schwierigkeit 1,5. Also, ich muss ehrlich sagen, ich bin hier überrascht, was für eine Qualität hier gezeigt wird. Im Training sah das bei vielen lange nicht so gut aus. Auch bei Claude Oliver Rudolf. Die Ausführung natürlich auch weit weg vom Brett. Aber hier die Eintauchphase. Natürlich ein paar Spritzer zu sehen. Und wie wird gewertet? 6,5 bis 7,0. Vierter Rang zurzeit für ihn. Ja, Claude. Auch spektakulär und alles gegeben an dieser Stelle, oder? Nee, noch nicht alles. Ah, was kommt? Nein, wird besser. Ah, verstehe. Was hast du denn dir als zweites überlegt? Ich mache einen Delfin. Ach, auch noch einen Delfin. Ja, und hier vorne sehen wir nochmal den Sprung. Ja. Vielleicht selber eine kleine Selbstanalyse? Ist im Amateurbereich nicht zu schlagen, aber als Profisprung nicht gut. Finde ich ähnlich. Ja, alles wunderbar. Claude Oliver Rudolf. Ich habe gehört, du machst nachher beim Mutspring mit, ne? Vom Zehner, Körper. Was für ein Zehner? Ja, wir beide dabei, ne? Okay, Sie wollen, dass ich von diesem 10-Meter-Brett springe? Ja. Dann freue ich mich sehr, gleich gegen Stefan von da oben zu springen und mal gucken, wer den schöneren Körper von da oben macht. Gut, Olli, aber ich meine, damit warten wir noch ein bisschen, ja? Sehr gerne. Ich glaube, erst lassen wir den Wettkampf laufen und dann, gut, wenn es entschieden ist, ist es entschieden. Dann machen wir einen Mutspringen vom 10-Meter-Turm mit Olli, mit Stefan und wer immer auch will. Also das ist jetzt verbrieft, das haben wir versprochen. Das machen wir heute am Ende dieser Sendung. Jetzt kommt unser nächster Springer und hier ist Ben. Hier ist einer, der die Mädchenherzen höher schlagen lässt. Ben. Mit einem Herz aus Glas kam für den Sänger der Durchbruch. Mittlerweile gehört er zur ersten Garnitur der deutschen Popkultur und moderiert ganz nebenbei noch Großveranstaltungen wie The Dome. Hier ist Ben. Und das ohne Mütze, der reine Wahnsinn. Du hattest einen legendären Trainingsunfall. Du hast dir, man muss es so sagen, die Eier geprellt. Ja, aber nicht nur einmal. Oha, man hört es doch nicht an der Stimme, das soll ja gut sein. Aber immer noch Mut? Ja, ich versuch's jetzt. Ich bin sehr aufgeregt, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil wir sind da immer nur so entspannt irgendwie in so einem völlig leeren Stadion oder so einer Halle gesprungen und jetzt auf einmal ist ganz München. Ist das Gleiche. Vergiss die Leute, die Party da sitzen. Also ich wünsche dir toi 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 und viel Glück für die Klöten. Ja. Ben, auch er hat in Berlin trainiert. Ja, also bei Kalle Ranisch. Wird ja nachher auch noch im Synchron zu sehen sein. Und es gibt tatsächlich eine Mütze für das Wasser. Anderthalb Salto vorwärts gehockt, Schwierigkeitsgrad 2,5. Hat sie noch rechtzeitig abgesetzt. Wir achten auf die Eintauchphase. Hier macht er den Sprung auf und dann ist er ein bisschen drüber. Und das führt dann zu diesen Spritzern. Wertung deshalb 6,0, 6,5 bis zur 7. Wunderbar, bis jetzt der absolut spektakulärste Sprung. Ja, da frage ich mich, wie kann man sich denn da im Hodenbereich wehtun?
Das sind andere Sprünge, die man dann zwischendurch versucht. Hier. Aber wenn man, man traut sich ab und zu nicht und dann landet man auf dem kleinen... Nein. Ah, das war eine Aussage, die ich jetzt nicht kommentieren möchte. Und hier sehen wir nochmal deinen Sprung. Plitsch im Wasser, hinten ein bisschen weggekippt, aber sonst sehr gut. Danke, Herr Bocher. Ja, Herr Ben, dann viel Glück für den zweiten Sprung. Ben auf Nummer 1. Und wenn man genau hingeguckt hat, hat er als ehemaliger Ballerführer natürlich noch in der Luft die eine oder andere Farbe getanzt, eure rhythmische Farbe. Aber jetzt kommt jemand, der ist ein ganz harter Konkurrent. Er ist ehemaliger Stuntman und er hat eine ganz besondere Art, sich aufzuwärmen. Das werden wir uns gleich mal angucken. Hier ist Bürger Lars Dietrich. Hier kommt ein echtes Multitalent. Bürger Lars Dietrich. Er gehörte nicht nur zum Ensemble der Wochenshow, sondern ist auch ein vorzüglicher Musiker und als Schauspieler in Kinofilmen erfolgreich. Hier ist Bürger Lars Dietrich. Oha, da hat der liebe Ben mit einem Schwierigkeitsgrad von 2,5 ganz schön vorgelegt. Wie willst du das toppen? Ich glaube, ich kann es nur versuchen, besser zu sein. Vielleicht lege ich noch einen rauf und lande einfach auf dem Rücken. Ja, viel Spaß dabei. Dann mach mal. Was sehen wir von dir? Ach so, anderthalb Salto. Das hört sich gut an. Bürger Lars Dietrich, anderthalb Salto vorwärts gehockt, Schwierigkeitsgrad 2,5. Und dieser Schwierigkeitsgrad von 2,5 hat ja Ben hier zur führenden Position verholfen. Das war eher ein Sprung aus der Kategorie Sofasprünge. So wirft man sich zu Hause auf die Couch. Also hier die Drehung. Hier ist der Sprung fertig. Hier muss er eigentlich öffnen. Dreht noch weiter. Und wie hat der Bundestrainer vorhin gesagt, zuerst bestraft einen der Schmerz und dann bestrafen einen die Kampfrichter. Nochmal die Drehung. Hier eigentlich den Sprung schon in der Tüte, aber er dreht weiter und kommt voll auf dem Rücken auf. Ja, die Wertung, Olli, warte noch kurz. Ja, oh. 3,0 bis 3,5, achter Rang für ihn. Zeig noch mal ganz kurz den Rücken, bitte. Geht. Ja, aber schon leicht rötlich. Das ist vom Solarium. Wunderbar. Ja, du hast es ja gerade schon... Ich hab's versprochen und ich hab's gehalten. Spektakulär war es auf jeden Fall. Ich bin endlich auch mal nass geworden, also was will man mehr? Ich mach's noch mal nachher, synchron. Ja. Ja, dann freuen wir uns darauf. Bürger Lars Dietrich. Wunderbar. Also das Motto unserer nächsten Springerin kann einfach nur sein, schone deinen Rücken und pass gut auf. Hier ist Lucy von den No Angels. Hier kommt nicht nur eine fantastische Sängerin, sondern auch eine der mutigsten Frauen im Showgeschäft. Lucy Diakovska, ein echter No Angel. Aber auch im Musical Jekyll and Hyde hat Lucy für Furore gesorgt. Hier ist Lucy Diakovska. Und ich möchte jetzt einen Sonderapplaus, denn Lucy ist ja bekanntermaßen keine Hochleistungssportlerin, die einzige Prominente, die einen Single-Solo-Sprung wagt. Also Respekt. Was sehen wir denn jetzt gleich, den gefallenen Engel? Nein, 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 nein. Ich mache erstmal den Dolphin-Kopfsprung gehockt. Erstmal. Aha, den Dolphin-Kopfsprung gehockt. Angst? Nee, Angst überhaupt nicht. Das ist mein Mädchen. Zeig's ihnen. Auf jeden Fall. Zeig's den Kerlen. Geh hoch und rock das Haus. Lucy Diakovska. Alle, die das Training hier beobachten konnten, haben sie zur Geheimfavoritin erklärt. Verändert da noch einmal Federvermögen des Brenns. Also Delfin-Kopfsprung gehockt. Schwierigkeit 1,5. Oh, leider auch ein bisschen drüber gewesen. War das die Aufregung? Im Training viel öfters, viel besser gesehen bei ihr. Dann natürlich die Ballettausbildung auch entgegen. Aber hier auch so ein bisschen die Beine auseinander, fliegende Schere. Und man sieht es auch an den Noten, 6,0, 6,5. Der sechste Rang für Lucy. Ja,
nicht so schlecht. Da kann man ja noch einiges mit dem zweiten Sprung korrigieren. Ja, sag mal selber, du warst eigentlich im Training, ich habe dich hier einige Mal gesehen, wirklich sehr, sehr gut. Ja, kann doch jeder passieren. Also ich habe mir jetzt nicht viel erhofft. Ich wollte einfach, siehst du es doch mal? Ja, ja, ich weiß. Ich habe sofort gespürt, als ich unten war. Aber ich bin zumindest froh, dass ich hier überhaupt mich machen darf. Ach, das ist gar kein Problem. Wir... Danke, Olli. Danke. Ich weiß, dass du mich eingeladen hast, oder? Ja, ich habe mich stark dafür eingesetzt. Ich habe gesagt, Mensch, die Karriere ist im Arsch. Komm, lass ich hier mal springen. Ja. Endlich einer, der mich unterstützt. Ja, kein Problem. Du kriegst auch noch einen zweiten Sprung, Baby. Aber jetzt wieder ab ins Becken. Danke. So. Zurück. Schnell wieder ins Pipi-Becken und entspannen, denn gleich kommt ja unsere zweite Runde. Und viele werden sich fragen, okay, hatte Stefan eigentlich überhaupt noch nötig, sein Selbstbewusstsein durch derartiges pubertäres Messen aufzuwerten? Ja, hier ist Stefan Raab. Und hier kommt die Maus. Nee, hier kommt der Chef höchstpersönlich. Ästhetik und Sportlichkeit in Personalunion. Ein Quell der Großartigkeit. Den Rest kann ich leider nicht lesen, Chef. Hier ist Stefan Raab. Und der Meister steht bei mir. Stefan, ich bewundere dich ja extrem für deinen Mut. Aber dass du dich in eine Badehose zwängst, Respekt. Und das kann sich auch noch sehen lassen. Darf ich mal? Oh, das fühlt sich ja noch gut an, ganz stramm. Oh, nee, bei nee, dir nee, auch. Nee, 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 nee. Du weißt, das ist sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz. Na großartig, was können wir denn von dir erwarten? Du hast so dieses gewinnende Siegerlächeln mal wieder. Ja, ich habe schon gesagt, ich bin ja ein Zocker, ich suche mir die schwierigsten Sprünge aus und ich werde gleich den anderthalbfachen Salto vorwärts probieren. Und, was hat er für eine Schwierigkeitsstufe? Ich weiß nicht, 10,20. Also ganz hoch. Wenn der nur einigermaßen, selbst wenn es ein Doppelter wird, glaube ich, bin ich auf jeden Fall in führender Position heute Abend. Das erwarten wir auch von dir, also zeig's ihnen. Ich sag toi, 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 okay. Hals und Beinbruch und mach dich feucht. Stefan Raab, anderthalb Salto vorwärts in der gehockten Ausführung, Schwierigkeit 2,5, also auch mit dieser hohen Schwierigkeitsnote, so wie Ben. Jawohl, man kann auch zeigen, was man eigentlich nicht hat. Dieser Schwierigkeitsgrad von 2,5 drückt das aus. Wir wissen das auch bei Ben. Der Sprung nicht hundertprozentig war und er trotzdem in Führung liegt mit 51 Punkten vor Thomas Rupprath. Also, wo wird sich Stefan Raab einsortieren hier? Noch einmal die Analyse. Absprung, eigentlich das Brett gut erwischt. Dreht dann hier und war eigentlich auch schon mit dem Sprung fertig. Dreht allerdings noch weiter. Deswegen natürlich auch die Noten ein bisschen tiefer, aber trotzdem der zweite Rang für ihn. Toll, Olli. Wahnsinn, oder? Ja. Da hat sich der Mut gelohnt. Wahnsinn. Ich meine, das ist nicht nur technisch super, das ist auch erotisch ganz weit vorne. Ja. Und meine Damen und Herren, das ist der Sprung, den ich gleich im Synchronspringen mit Elton machen werde. Ja, da können wir uns sehr drauf freuen. Wir haben ja noch eine andere Sache, aber das ist ja immer nur Dreier. Das ist ja so schon ein bisschen Lulli, oder nicht? Von dir hätte ich eigentlich mehr erwartet. Was willst du denn, du leere Hose? Ja. Ja, Entschuldigung, also vom Dreier oder so. Also es steht ja noch so aus, ich wurde ja hier animiert, auf den Zehner zu gehen. Ja, wir können natürlich... Olli. Ja, bitte. Du weißt. Ja. Du weißt, ich habe das alles schon hinter mir. Das ist richtig, aber die Leute haben mir das ja noch nie gesehen, wirklich. Ja, vor allen Dingen von dir noch nicht. Ja, wir wollen ja mal gucken. Jetzt Maul aufreißen kann ja jeder, wir wollen es ja nachher dann das sehen. Stimmt, ja, wir werden es sehen nachher. Ich bin gespannt. Na gut, dann schauen wir mal. Gut. Wir werden es sehen, wir sind gespannt, meine Damen und Herren. Und wir wollen uns natürlich jetzt gleich den Stand der Dinge nach dem ersten Durchgang anschauen. Also, wer liegt vorne? Und das ist Ben mit 51,00. Dahinter Thomas Rupprath. Mit 36 und gleich, punktgleich auf dem zweiten Platz, Stefan Raab. Da würde dann da noch die B-Note nachher entscheiden, aber wir haben ja noch einen Durchgang. Sandra Völker auf dem vierten Platz
Simon Gosjohann, unser Starter auf 31,95 auf dem 5. Platz. Dann Claude-Oliver Rudolph noch mit allen Möglichkeiten, sich nach vorne zu schieben auf 6. Lucy nach dem etwas verunglückten Sprung auf dem Platz 7. Dann Lukas auf 8. Felix Sturm und Bürger Lars Dietrich nach diesem Rückenklatscher auf dem 10. Platz. Aber da kann sich natürlich noch alles verschieben.